Im ersten Teil haben wir gesehen, wie man eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten als homogene Differentialgleichung löst. Hier schauen wir jetzt im zweiten Teil, was passiert, wenn hier hinten nicht gleich 0 steht, sondern irgendeine Störfunktion. Diese Störfunktion ist bei uns entweder ein Polynom oder eine Exponentialfunktion. Da kann natürlich auch noch was anderes hängen, aber auf die beiden Fälle werden wir uns beschränken. Und haben damit auch nochmal zwei Ansätze für homogene Differentialgleichungen zweiter Ordnung. So ist diese Störfunktion ein Polynom. Das heißt, irgendein Polynom vom Grad n, dann ist yp, also unsere erster Ansatz für die spezielle Lösung, ein Polynom desselben Grades. Dabei ist darauf zu achten, in diesem Fall, dass sowohl b als auch a ungleich 0 sind. Also, wenn ich hier alle stehen habe, nehme ich einfach für g von x, wenn g von x ein Polynom irgendeines Grades ist, yp als Polynom desselben Grades. Ansonsten muss ich, wenn b gleich 0 ist, aber a ungleich 0, dann gehe ich einen Grad höher. Das heißt, ich multipliziere mein Polynom desselben Grades mit x und habe dann einen Grad mehr, allerdings auch nur n Glieder. Oder vielmehr n plus 1. Wenn ich dann a und b gleich 0 habe, dann muss ich noch mit x Quadrat multiplizieren und das Polynom desselben Grades wieder nehmen. Ich zeige Ihnen das gleich anhand eines Beispiels, wie das aussieht. Habe ich eine Exponentialfunktion, irgendwie geartet e hoch cx. Da kann natürlich hier noch ein konstanter Faktor davor stehen. Dann nehme ich als Ansatzfunktion aufpassen, dass c keine Lösungen des charakteristischen Polynoms sind. Nehme ich als Ansatzfunktion einfach nur a mal e hoch cx. Also genau die Funktion nur mit einem Faktor davor, damit ich hinterher diesen Faktor ausrechnen kann. Habe ich c ist eine einfache Lösung, dann habe ich ja diesen Ausdruck hier schon vergeben für meine homogene Lösung. Das heißt, ich muss im Exponenten einen raufgehen und nehme ax e hoch cx als Ansatz für die Lösung. Habe ich c als doppelte Nullstelle, dann muss ich eben, weil sowohl dieser Ansatz vergeben ist, als auch der Ansatz vergeben ist, nochmal mit dem x einen hochgehen, damit ich eine dritte Variante habe. So, wie sieht das aus? Hier haben wir mal zwei einfache Beispiele, mit denen wir rechnen können. Und zwar nehmen wir erstmal hier y' plus y minus 2y ist gleich x² minus 4x plus 3. Der Ansatz ist immer der, egal was dahinter steht, wir lösen als erstes die homogene Differentialgleichung. Also wir haben nochmal eine kleine Übung, wie man das macht aus dem ersten Video. Wir nehmen also unsere Differentialgleichung, schreiben dahinter ist gleich 0. Dann suchen wir das zugehörige charakteristische Polynom raus. Das ist das, was hier steht. Nur statt y², Lambda Quadrat, statt y', Lambda und statt y eine 1. Koeffizienten bleiben erhalten. Das Ganze wird gleich 0 gesetzt und von diesem Polynom die Nullstellen bestimmt. Hier haben wir zwei unterschiedliche. Das heißt, wir haben als homogene Lösung c1 e hoch 1 mal x plus c2 e hoch minus 2 mal x. Jetzt haben wir hier die homogene Differentialgleichung gelöst für h. Jetzt wollen wir die Störfunktion mit einbeziehen. Das heißt, wir brauchen etwas, einen Ansatz, der, wir haben ein Polynom zweiten Grades, der als Ansatz ebenfalls ein Polynom zweiten Grades ist. Also setzen wir ein beliebiges Polynom zweiten Grades als partielle Lösung ein. So. Jetzt kommen hier eine zweite Ableitung und eine erste Ableitung vor, nicht nur y an sich. Also müssen wir auch die zweite und die erste Ableitung bestimmen. Die sind immer gleich für diese Ansätze, nämlich 2a1x plus a2. Und wenn man das Ganze nochmal ableitet, haben wir 2a1. Jetzt wird analog zu der oberen Gleichung das hier eingesetzt. Das heißt also, hier habe ich y2'. y2' ist 2a1.
Also 2a1 kommt ein Plus. Dann haben wir y'. y' ist 2a1x plus a2. Dann minus 2 mal y. Y ist das hier. Also a1x² plus a2x plus a3. Und jetzt soll das Ganze nicht mehr gleich 0 sein, sondern wir wollen ja jetzt den inhomogenen Teil lösen und nehmen jetzt hier diesen Teil, so wie er da ist. Ich mache es mal extra mit Kopieren, damit man auch wirklich sieht, dass er dahinter kommt. Einfach so, wie er ist, dahinter. Jetzt versuche ich, das, was hier steht, genauso zu zeigen, wie das, was da steht. Jetzt suche ich mir alle Dinge raus, die zu dem x-Quadrat gehören. Hier haben wir auf der Seite x-Quadrat, wir machen einen Koeffizientenvergleich. Schauen hier durch, was haben wir hier noch? Hier haben wir ein x-Quadrat, da gehört die 2 dazu. Mehr x-Quadrat ist hier nicht drin. Also haben wir minus 2a1 muss 1 sein, denn x² ist ja natürlich gleich. Also ist a1 minus 1 halb. Jetzt gucke ich mir den nächsten Koeffizienten an. Da steht dann, das soll gleich minus 4 sein. Okay, dann gucke ich mal durch. Alles mit x suche ich mir raus. Hier habe ich was mit x und da habe ich was mit x. Also muss minus 4 gleich 2 mal a1. 2 mal a1 ist ja minus 1 halb, also ist es minus 1. Plus oder vielmehr minus 2 mal a2 sein. So, wenn ich das jetzt ein bisschen umstelle, die 1 dort rüber, habe ich minus, schreiben wir es euch hin, 2 mal minus 2 mal a2 ist gleich minus 4, also ist a2 gleich minus 3 natürlich hier, 3 halbe. Und jetzt kann ich genauso analog auch a3 ausrechnen, denn 2a1 plus a2 minus 2a3 muss 3 sein. Also 2a1, das ist also minus 1, plus a2, also plus 3 halbe, minus 2 mal a3 soll gleich 3 sein. Wenn man da lange genug hin und her rechnet, kommt man daraus, dass a3 gleich minus 5 Viertel ist. So, alles zusammengeschrieben bedeutet, wir haben jetzt eine partikuläre Lösung gefunden. Und wenn wir jetzt eine Lösung der Differentialgleichung suchen, dann setzen wir die Lösung des Homogenen, den Teil, und die Lösung des Inhomogenen, den Teil, additiv zusammen. Das macht man immer. Man setzt immer als Lösung homogenen Anteil plus inhomogenen Anteil. So. Ein neues Beispiel. Wir nehmen die gleiche Differentialgleichung, die nur ein anderes Störglied hat, damit wir hier sehen, wie sich das verändert. Lösung der homogenen Differentialgleichung natürlich genauso, wie wir das eben hatten. Auch hier wieder kommt natürlich dasselbe heraus. Das heißt, unser homogener Anteil können wir eigentlich von oben runter kopieren. Genau das habe ich auch getan.
Wenn ich jetzt den inhomogenen Teil nehme, muss ich mir wieder meine Ansatzfunktion passend zu dem hinteren Teil wählen. Das heißt, wenn ich dreimal e hoch 4 x habe, dann, sonst ist das ja nur eine Konstante, dann brauche ich gar nicht viel zu tun, also dreimal e hoch 4 x, dann suche ich mir als partikuläre Lösung heraus, die 4 ist keine Nullstelle des charakteristischen Polynoms, denn die sind 1 hoch minus 2. Also kann ich als Ansatz a mal e hoch 4x wählen. So, ich brauche wieder eine erste Ableitung und eine zweite Ableitung. Also yp' ist a mal 4 mal e hoch x und y2' von p ist a mal 4 nochmal 4 e hoch 4x, hier sind die 4 verloren gegangen, das sind a mal 16 e hoch 4x. Jetzt kommt wieder der Vergleich, wir setzen das wieder so ein, wie es da eben war, 16 a e hoch 4x plus 4 a e hoch 4x plus, vielmehr minus 2 a e hoch 4x sind gleich 3 e hoch 4x. So, jetzt muss ich nur das a anpassen. Sie sehen schon, meine e hoch 4x, das kommt auf beiden Seiten vor. A anpassen bedeutet das hier zusammenfassen. Das sind dann 18 a, soll hier 3 sein. Damit ist dann a gleich ein Sechstel. Und yp ist dann ein Sechstel e hoch 4x. Und damit ist die gesamte Lösung c1 e hoch x plus c2 e hoch minus 2x plus ein Sechstel e hoch 4x. Ein kurzes Beispiel noch mit einer e-Funktion hier hinten dran, die hier oben im Exponenten eine Lösung der homogenen DGL hat. Da kann nur eine 1 oder eine minus 2 stehen. Ich kopiere das mal entsprechend um und ändere das. Nehmen wir hier oben zum Beispiel die minus 2. Dann haben wir wieder hier den gleichen Ansatz für die homogene DGL und für die inhomogene müssen wir jetzt als Ansatz wählen, weil das eine einfache Nullstelle ist und dieser Ausdruck c2 e hoch minus 2x schon vergeben ist, wählen wir als Ansatz letztendlich irgendeine andere Konstante mal x mal e hoch minus 2x und gucken uns jetzt die Ableitungen an. Y' ist dann, denken Sie jetzt bitte an die Produktregel, a mal e hoch minus 2x plus ax e hoch minus 2x mal minus 2 und das ist a e hoch minus 2x 1 minus 2x und y2' von p auch hier wieder an die Produktregel denken. Wir haben a mal e hoch minus 2x mal minus 2, 1 minus 2x plus a e hoch minus 2x mal minus 2. Das ist die Ableitung von dem. Zusammengefasst, das ist immer ganz gut, wenn man hier diese ae hoch minus 2, insbesondere die e hoch minus 2 rausnimmt, denn die werden ja hinterher beim Koeffizientenvergleich auch wieder rausgenommen, sodass wir hinterher nur noch die Koeffizientenform a über haben. Das heißt also, hier haben wir dann noch über ae hoch minus 2x minus 2
minus 2 plus 4x minus 2, also a e hoch minus 2x minus 2, Quatsch, minus 4 minus 4x. So, jetzt wird das Ganze wieder in die Originalfunktion eingesetzt. Also erstmal y2' ist a e hoch minus 2x minus 4 plus 4x plus y', also a e hoch minus 2x 1 minus 2x minus 2 mal yp, also a x e hoch minus 2x, und das soll sein, nochmal ganz schnell nachgucken, 3 mal e hoch minus 2x. So, die e hoch minus 2x, das haben wir zum Glück so geschickt gewählt, dass die schon mal alle rausfallen. Was haben wir jetzt hier noch über? A minus 4 plus 4x minus plus 1 minus 2x und nochmal minus 2x soll sein 3. Das, was jetzt hier passiert, passiert immer. Die x fallen raus. Und dann haben wir hier minus 4 plus 1 sind minus 3, soll sein 3. Also folgt daraus, a ist 1. Also ist y partikulär x e hoch minus 2x und y insgesamt, unser homogene Anteil, also ein e hoch x c1 plus c2 e hoch minus 2x plus x e hoch minus 2x. Und mit einer Rand- oder Anfangswertaufgabe könnten wir auch hier die ci bestimmen.